Die Frühjahrsbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist da. Im März ist die Zahl der Arbeitslosen wieder gesunken um 82.000 auf rund 3,03 Millionen. Bleiben wir also knapp über dieser Marke von 3 Millionen. Reden wir drüber, über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt, über die Konjunktur und natürlich über den DAX, über die Auswirkungen dort mit Michael Bloss, Finanzexperte und Direktor des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivateforschung. Also Frühjahrsbelebung ist da, Herr Bloss, aber nicht so stark, wie man das vielleicht erhoffen durfte, oder? Ja, A, mal nicht so stark, wie man es erhoffen durfte, und B, wir haben jedes Mal ein Frühjahrsaufleben am Arbeitsmarkt. Das ist ein saisonaler Effekt. Also man darf es nicht überbewerten. Es war schön, es ist auch eine positive Nachricht in doch sonst relativ tristem Umfeld, vor allem wenn man sich dann auch Geschäftsklima Europa und heute alles angeschaut hat. Aber man muss ganz klar wissen, das ist ein Effekt, der kommt eigentlich fast jedes Jahr, wie das Frühjahr auch jedes Jahr kommt, denn man hat da so ein bisschen ein Erwachen des Arbeitsmarktes und darf deswegen das Ganze nicht überbewerten und hat deswegen hier ja einen kleinen Anzug, aber der macht den Sommer noch nicht aus, da muss jetzt nachgelegt werden und da warten im Augenblick alle drauf. Ich bin hier oft derjenige, der Wasser an den Wein gießt. Heute mache ich es mal andersrum. Ich gieße mal ein bisschen Wein ins Wasser, denn die Zahl der Beschäftigten, insgesamt die Beschäftigung in Deutschland, ist weiter auf dem aufsteigenden Ast. Dies also ja durchaus, Herr Bloss, ein gutes Zeichen für die deutsche Konjunktur. Das ist wahr. Also die deutsche Konjunktur ist robust. Also das muss man auch hier ganz klar festhalten. Deutschland ist im Augenblick wirklich eine große, große Insel innerhalb Europas. Wir haben eine sehr robuste Konjunktur. Wir haben ein sehr, sehr ordentliches Geschäftsaufkommen. Wir haben sehr, sehr ordentliche Produktionseingänge, also Auftragseingänge für die produzierenden Gewerbe und dementsprechend auch einen guten Arbeitsmarkt. Wir hoffen nur so, dass es auch alles so bleibt. Ja, im Augenblick ist es ja immer die Frage, wo stehen wir im nächsten halben Jahr? Und deswegen muss man gucken, dass wir uns nicht anstecken lassen von den Problemen, die um uns herum sind. Weil wenn wir schon nach Frankreich gehen, und das ist einer unserer nächsten Partner und unserer nächsten Nachbarn, da sieht es dann schon etwas anders aus. Ja, und wenn wir uns halt beispielsweise in dieser Woche den GfK-Index anschauen, Konsumklima, da ist eindeutig zu sehen, die hohen Benzinpreise drücken die Konsumlaune, hohe Ölpreise drücken möglicherweise auch die Investitionslaune der Unternehmen. Also da scheinen ja doch schon auch ein paar Wolken am Horizont aufzutauchen. Ja, also Risikofaktoren sind eindeutig da. Wir haben die hohen Rohstoffgeschichten, die hohen Rohstoffpreise, wir haben hohe Benzinpreise, die natürlich auf den Endverbraucher sofort durchschlagen, was die Rohölpreise ja jetzt im zweiten Schritt erst tun. Wir haben natürlich auch sonst sehr, sehr stark anziehende Lebenshaltungskosten. Wir haben das Thema, dass wir nicht wissen, was passiert jetzt wirklich im Nahen Osten, was passiert mit Syrien, was passiert mit dem Iran. Das sind alles so Dinge, die auf den Markt durchschlagen und die sehr, sehr schnell eine große Schwankung im Stimmungsbild bringen können, dass ich hier ja nicht ganz so die rosigen Aussichten malen möchte, sondern eher mit etwas Bedacht auf Sicht fahren, ist, glaube ich, kein Fehler. Dass Arbeitsmarktdaten keinen größeren Einfluss auf den DAX haben, das ist allgemein bekannt. Das wissen wir aus den vergangenen Monaten und Jahren. War heute sicherlich auch nicht so, denke ich. Gleichwohl der DAX deutlicher unter der Marke von 7.000. Da gab es einen Schub nach unten. Was sind die Gründe? Ja, der richtige Schub kam eigentlich erst so circa 20 Minuten, nachdem der europäische Geschäftsklimaindex veröffentlicht worden ist. Also man hat so richtig eine kurze Starre gehabt bei den Investoren, die sich überlegt haben, in welche Richtung tendieren wir. Dann nach 20 Minuten haben sie dann beschlossen, sie tendieren nach unten, nachdem der europäische Geschäftsklimaindex sich etwas eingetrübt hat, hier etwas stärker die Abkühlung einfach sichtbar ist. Die Problemfelder bleiben Griechenland, Portugal, Spanien, Italien berappelt sich im Augenblick. Das ist etwas sehr Schönes. Ja, aber berappelt sich im Augenblick. Das ist halt auch so diese Aussage. Also auch hier muss man sehen, was kommt in der Zukunft noch nach. Aber ich denke, das war, was den DAX heute nach unten getrieben hat. Und dann mal ganz ehrlich, wir haben jetzt auch eine schöne Rallye hinter uns. Da kann man auch mal Gewinne mitnehmen und einfach mal sagen, was ich eingefahren habe. Das ist auch gut. Nun ist das offensichtlich die Konsolidierung, die wir erwartet haben und sehen. Kurz noch zum Schluss gefragt, glauben Sie, dass wir insgesamt dennoch ein positives Aktienjahr bekommen werden oder behalten werden? Also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr ein Crash-Szenario sehen werden. Da spricht auch die amerikanische Wahlkampfmaschinerie, die läuft und die uns mitzieht dagegen. Aber ich glaube, wir werden nach dem Wahlkampf in den USA nochmal Abkühlungstendenzen sehen. Aktuell spricht vieles dafür, dass wir zumindest ein positives Börsenjahr bekommen. Wahrscheinlich aber kein Boomjahr. Sagt Michael Bloss, Finanzexperte hier aus Stuttgart. Herzlichen Dank für das Gespräch.